Moin liebe Wölfe zur neuen Weekly Wolves. Und bevor wir auf die Spiele in Köln von unseren Wölfinnen und Wölfen schauen, wird es hier absolut meisterlich in der Sendung. Unsere U17 hat es geschafft. Frühzeitig ist die Mannschaft von Dennis da Silva Felix Staffelsieger geworden. 3:0 siegte man am vergangenen Wochenende in Jena. Und dieser Sieg war der 13. in Serie. Somit ist die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen und man spielt in der Endrunde. Wir sagen an dieser Stelle Glückwunsch an das Team und macht weiter so. Und bevor wir auf das Spiel der Wölfe zu sprechen kommen, machen wir mit den Wölfinnen hier weiter, denn es gibt News vom Elsterweg. Anneke Borbe wird die Wölfinnen ab nächster Saison verstärken. Die 22-jährige Torhüterin wechselt von Werder Bremen zum VfL. Wir sagen jetzt schon einmal herzlich willkommen an der Aller, liebe Anneke. Für unsere Wölfinnen geht es nach der Länderspielpause endlich wieder los. Und zwar geht es ebenfalls nach Köln. Das DFB-Pokal-Viertelfinale steht an. Am Dienstag ist um 18 Uhr in der Domstadt Anstoß. Alle Daumen für das Projekt Titelverteidigung sind natürlich gedrückt. Und das ist nicht die letzte Reise in diesem Jahr nach Köln wird. Nächste Auszeichnung für Jule Brandt. Nachdem sie zum Golden Girl, dem besten U21-Talent in Europa, gekürt wurde, hat die 20-Jährige die nächste Auszeichnung abgeräumt. Am Dienstag im Rahmen des Länderspiels gegen Schweden wurde Jule vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Glückwunsch an dieser Stelle aber auch an Julia Kassen. Sie bekam die Medaille in Silber. Herzlichen Glückwunsch an das Duo. Und jetzt blicken wir auf unsere Wölfe. Hier oben steht es, alle mit dem Zug nach Köln, denn am Samstag geht es in die Domstadt. Wenn wir auf das Hinspiel zurückblicken, hieß es am Ende 2:4, heißt, wir haben ordentlich was gut zu machen, so oder so. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Fakten zum Spiel. Bevor wir uns dem Köln-Spiel widmen, sagen wir noch einmal Glückwunsch an Lukas Ambros zu seinem Bundesliga-Debüt. Der Kapitän unserer U19 kam gegen Leipzig in der 74. Minute aufs Feld. Damit ist der 18-Jährige der jüngste Tscheche aller Zeiten, der in der Bundesliga zum Einsatz kam. Jetzt aber der Blick auf Köln und unseren Gegner am Samstag um 15.30 Uhr. Die Handschrift beider Trainer ist unverkennbar. Intensität, Einsatz und Wille sind die Dinge, die von Niko Kovac, aber auch Steffen Baumgart großgeschrieben werden. In der Rangliste der intensiven Läufe treffen die beiden Spitzenreiter aufeinander. Die Wölfe belegen Platz 1, die Domstädter den zweiten Rang. Hoffen wir an dieser Stelle, dass wir den Platz an der Sonne am Samstag verteidigen und 3 Punkte entführen können, wie zuletzt im Mai 22 im Rhein-Energie-Stadion. Eventuell hat der FC ja ein bisschen zu sehr Karneval gefeiert. Am Montag war die komplette Mannschaft auf dem Kölner Rosenmontagszug und hat ordentlich Kamelle geworfen. Leute, ihr müsst stark sein. Es gibt natürlich an diesem Auswärtsspieltag keine Spieltagstasse. Aber dennoch gibt es Neuigkeiten aus dem Fanshop und da schauen wir jetzt mal rein. Schaut mal hier die neue Kollektion an Jutebeuteln. 100% Biobaumwolle für 3,95 € ab sofort bei uns im Fanshop. Und perfekt für alle, die einfach mal hipstern wollen. So Leute, das war's schon wieder mit der Weekly Wolves für diese Woche. Die Daumen sind feste gedrückt für unsere beiden Spiele in Köln. Damit ihr immer auf den aktuellen Stand seid, drückt auf Abonnieren und das Klingelchen und ihr bekommt immer einen Push, dass ein neues Video bei uns auf dem Kanal online gegangen ist. Wir gehen heute raus aus der Sendung mit ein paar Bildern von der Traditionsmannschaft gegen das Team des Breitensports vom vergangenen Samstag. Ich sage an dieser Stelle, bleibt gesund und munter, bis nächste Woche, euer Felix.